Hallo, meine Freunde, Keule ist wieder da. Ich habe gesagt, ich komme jetzt öfter, gewöhnt euch dran. Und zwar mit einer ersten Reaktion auf ne, den neuen Trailer von dem 13-Jahre-Paket von Bungie, von Destiny 2. Bin mal sehr gespannt. Also Trailer, was Bungie immer schon konnte, Trailer machen. Hier und da einen Launch verkacken. Ja, Nerfs und Buffs, ja. Ja, haben sie auch drauf, aber meistens geht's in die Hose, egal. Aber Trailer. Die waren von Bungie schon immer kinoreif. Und auf den neuen bin ich echt gespannt. Darum würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal rein, wa? Löwe? Jahre, Bruder. Halo-Waffen, also doch. Lit. Das ist auch eine Eier aus Halo. Bruder! Das Schwert war krank. Ey, was ist das für ein Schwert, Junge? Aha. Halo-Klamotten auch teilweise. Yali! 6-Mann Yala Boss-Edit, natürlich. Übertreib doch, Bruder. Geil, freue ich mich so drauf, ey. Hä? Nein, niemals Sparrow Racing. Nein. Yes of Eternity, 6-Player-Aktivität. What the fuck? Wow. Geil. Als Trailer von Bungie immer godlike, ne? Oh ja, die Agiala und Junge, freue ich mich darauf. Mega geil. Cooler Emote. Braveheart, Cisco, Keule. 30 Jahre, ey. 30 Jahre, Leute, haut mal rein. Das habe ich mir bestellt, übrigens, das Paket. Heiliger Bimbam. Oder? Was soll man dazu sagen? Da waren ein paar Klamotten drin, puh. War das eine Sparrow Racing? Nein. Das wäre der Hammer, wenn die Sparrow Racing wieder mit reinnehmen würden aus Destiny 1. Was sich auch wirklich viele Spieler wünschen. Also ich wäre da auch voll für. Das war immer so ein extra Ding im Ding, so. Weißt du, so ein Spiel im Spiel. Sparrow Racing, wer es kennt, war top. Aber boah, allein Gjallarhorn, ich hab Gänsehaut gekriegt. Original. Hummeltitten. Ja. Gefiel mir, also. Ich muss sagen. Aber wie gesagt, Trailer machen konnte man die schon immer. Boah, ich freue mich voll drauf. Ich hoffe, wir sehen uns im Spiel. Bis dahin.